Ein Messer und einen Feuerstahl in einem Ding zu haben, finde ich grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee. Aber dieses Teil hier, das ist ein Failed Product. Und wenn du dein Geld dafür nicht ausgeben willst oder es schon getan hast, aber oder mir einfach so zuhören willst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Show Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieses Taschenmesser. Und bei diesem Taschenmesser, da ist es ganz einfach so, dass da ein Feuerstahl eingebaut ist. Das Ganze wie ein Flipper. Also, da muss man wirklich, ich habe schon den Dreh raus. So machen. Egal. Das Ganze ist dann mit einem Linerlock-Verschluss. So, Kamera bitte scharf schalten, genau. Mit einem Linerlock, ja. Das hält eigentlich auch ganz gut, das soll so sein. Man kann es auch mit einer Hand öffnen, man muss ja nicht immer flippern. Das ist in Ordnung. Was man am Wecker geht, aber ist okay. Das ist da diese wunderbare Ausbuchtung oder Schleif... Einbuchtung ist ja wurscht, ja. Also das geht man einfach voll am Wecker. Aber egal, weil ich nämlich genau da, bei mir, so wie ich halt schnitz, da am meisten... Kraft aufbauen kann, aber das soll auch nicht das Problem sein. Es gibt zwei Dinge, die mich nerven. Nummer 1, der Feuerstahl. Jetzt geht es eh so halbwegs. Jetzt geht das eh so halbwegs raus, aber das steckt manchmal so fest, ich weiß nicht warum jetzt dieser Vorführeffekt, dass die Kappe da oben runter geht. Die müsste man dann extra verkleben, aber das geht man am Wecker, aber es muss ja nicht sein. Ich meine, ich habe das Ding auf Amazon gekauft um immerhin 12 Euro. Und ja, aber da darf ich mich nicht beschweren, aber das wäre einfach cool, wenn das passt. Jetzt ist der Feuerstahl natürlich nur ein Mini-Fips, aber das reicht für die Not. Das ist ja auch ein Not-Tool, ja. Aber ja. Na, ja, muss ich einen anderen Winkel nehmen, vielleicht. Nein, wirklich? Haben die Chinesen, die das baut haben, sich nicht gedacht, dass man das da hinten anschärfen muss, sondern haben es schön abgerundet. Weißt du, da haben sie mal einen Arbeitsschritt gemacht, dass sie das abrunden. Wahrscheinlich hat das irgendwie extra abgerundet. Und sie haben sich gedacht, damit das da hinten nicht so scharf ist. Dafür kann man den Feuerstahl nicht bedienen. Okay, jetzt wird es irgendwie, vielleicht gehörst du auch zu der Gruppe, die sagt, dann nimmst halt die Klinge dazu. Das macht alles nichts. Ich bin da viel zu kritisch, oder? Jetzt werde ich... Oh, ich habe einen Funken zusammengekriegt. Hurra! Ich stelle mir gerade vor, meine Hände sind total kalt. Es regnet so richtig volle Kanone runter. Und ja. Also nochmal. Ich finde die Idee gut, aber man sollte die vernünftiger umsetzen, so ist zumindest meine Meinung. Dann das nächste für Rechtshänder ist es Gacke, wenn der Feuerstahl auf dieser Seite ist, wenn man dann nämlich schnitzt, ja, wenn man das festhält, drückt es genau da rein. Das heißt, es wäre nett, wenn das auf der anderen Seite wäre, hier, auf der offenen Seite, da, in dem Bereich, weil da, ich habe es mit links probiert, da kann man das dann da schön gut halten, das ist gut. Für Linkshänder ist es ideal, für Rechtshänder ist es deppert, aber so ist das ganz einfach. Sonst wäre das nämlich eine super Sache, mich macht das wahnsinnig, dass der Entwickler sich da was überlegt hat, aber die Umsetzung so beschissen ist. Wirklich, das geht mir wirklich am Wecker. Ich hasse sowas, weil es Ressourcenverschwendung ist, weil es Energieverschwendung ist und weil Leute das kaufen und glauben, etwas Gutes im Notfall zu haben und wie die meisten halt das einfach dann in den Rucksack legen und wenn sie es dann wirklich brauchen, drauf kommen, dass es voller Müll ist. Und das nervt mich einfach. Wirklich, das nervt mich einfach. Obwohl dieses Ding wirklich Potenzial hätte, ja, wirklich Potenzial hätte, ein nützliches Werkzeug zu sein. Das war's. Ich gebe den Link nicht zu dem Produkt. Weil ich so angefressen bin drauf. Wenn du ein Feuermesser haben willst, gebe ich dir schon einen Link, nämlich zum Light My Fire Messer. Das ist dann zwar kein Taschenmesser, sondern ein richtiges, aber das funktioniert. Irre. Bitte schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Vielleicht hast du das Teil ja auch auf Amazon gekauft und ärgerst dich auch oder findest das voll super und sagst, rein, das ist übertrieben. Das wäre ganz nett, wenn du mal einen Kommentar schreibst. Daumen nach oben oder nach unten mag ich dich bitten. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen und nicht den Link zu diesem Scheißprodukt. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.